Liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die in Österreich leben, sehr geehrte Damen und Herren. Der 8. Mai 1945 ist der Tag der Befreiung. Dieser 8. Mai 1945 ist der Tag der Befreiung vom nationalsozialistischen Terrorregime. Durch die alliierten Kräfte von Frankreich, von Großbritannien, von den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion. Und mit der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches wurde auch der Zweite Weltkrieg beendet. Aber heute, vor 75 Jahren, um 23.01 Uhr, trat diese Kapitulation eben in Kraft und das NS-Regime war Geschichte. Nur diese Geschichte hat tiefste Wunden gerissen und tiefe Gräben hinterlassen. Und diese Geschichte kann und darf nicht vergessen werden. Und so muss dieses niemals vergessen uns heute, aber auch in alle Zukunft ein Auftrag sein. Was wollen wir nicht vergessen? Wohin uns Faschismus, Herren- und Rassenwahn, blindwütiger Nationalismus und totalitärer Terror geführt haben. Dieser Rassen- und Vernichtungskrieg hat Europa in ein Schlachtfeld verwandelt und mehr als 50 Millionen Menschen das Leben gekostet. Der Holocaust, die Ermordung von Roma und Sinti, von Behinderten, von Homosexuellen, ist alles das Ergebnis eines blinden, menschenverachtenden, nationalistischen und rassistischen Wahns. Und Österreich? Waren wir nur Opfer? Nein. Wir stimmen überein. Wir stimmen heute überein. Österreich trägt auch Verantwortung. Viele Landsleute haben dazu beigetragen, dass Millionen Menschen ermordet wurden. Oder wie es der frühere Bundeskanzler Franitzky in seiner historischen Rede 1993 in Jerusalem ausgedrückt hat: Wir bekennen uns zu allem, was in unserer Geschichte geschehen ist, zu den guten und schlechten Taten aller Österreicher. So wie wir für unsere guten Taten Kredit fordern, müssen wir für unsere Schlechten um Verzeihung bitten. Und zwar um Verzeihung jener, die überlebt haben, und um die Verzeihung der Nachfahren der Opfer. Ja, es ist so. Unter den NS-Kriegsverbrechern gab es eine überproportionale Anzahl an Österreichern. Aber es gibt auch jene, die Widerstand geleistet haben gegen dieses Regime. Diesen Engagierten gilt auch und gerade Ihnen unsere Anerkennung und das niemals vergessen. Denn Sie waren es, die den Beitrag geleistet haben zur Selbstbefreiung, die die Moskauer Deklaration ausdrücklich eingefordert hatte. Einer von Ihnen war der Wehrmachtsdeserteur Richard Wadani, der leider vor kurzem verstorben ist. Er hat als Mitglied der tschechoslowakischen Exilarmee in Großbritannien seinen konkreten Beitrag zur Befreiung Österreichs geleistet. Und es wäre eigentlich an der Zeit, diesem Freiheitskämpfer ein ehrendes Andenken der Republik zu geben. Denn die Erinnerung an Krieg, Völkermord und Naziverbrechen ist das moralische und das politische Grundgerüst, die Verpflichtung, die den antifaschistischen Grundkonsens der Zweiten Republik täglich von Neuem begründet. Und Europa? Der damalige Vizepräsident der USA, Al Gore, hatte in Berlin 1995 gemeint: Es war nicht nur ein Sieg in Europa, es war ein Sieg auch für Europa. Ja, und es stimmt doch. Mit diesem Tag war und ist das Versprechen für Demokratie und Freiheit in Europa verbunden. Die Befreiung von Krieg und Faschismus hat den Weg für Frieden und Versöhnung freigemacht. Apropos Versöhnung, wir sollten uns verdeutlichen, was es für eine Leistung war, dass innerhalb einer Generation diese Aussöhnung so erfolgreich begonnen wurde. Von jener Generation, die sich noch in den Schützengräben gegenüberstand. Die Vorläufer der Europäischen Union und die Union selbst wurden zu einem einzigartigen Friedensprojekt. Friede, Freiheit, Demokratie. Menschenwürde, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Dafür steht Europa und die Union. Und all das hat Europa und gerade auch Österreich groß gemacht.
Setzen wir also nichts davon leichtfertig aufs Spiel. Unser Europa braucht Europäerinnen und Europäer, genauso wie die Demokratie Demokraten und Demokratinnen braucht. Die Gefahr ist ja da, dass uns alter Nationalismus und neuer Rechtsextremismus immer frontaler und forscher begegnen, immer ungenierter. Und ungehemmter Nationalismus führt zu Krieg, um François Mitterrand zu erwähnen. Nie wieder soll also auch wirklich nie wieder bedeuten. Und Achtung, es hat immer auch im Kleinen und mit scheinbar kleinen Schritten begonnen. Bleiben wir also alle gemeinsam wachsam und achtsam. Für Frieden, für Freiheit, für die Demokratie und die Menschenwürde von allen Menschen. Und mit Zusammenhalt und Geschichtsbewusstsein und mit Weitblick können wir auch neue zukünftige Aufgaben meistern. Mit Mut und Zuversicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.